Hallo Max hier, du bist wahrscheinlich Unternehmer. Du hast in der Vergangenheit wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht, dass du Mitarbeiter versucht hast zu gewinnen, was immer schwieriger wird. Vielleicht hast du sogar schon Kampagnen geschaltet über Social Media und das nicht mit dem gewünschten Erfolg. Und in diesem Video erfährst du, warum das so ist, wie du es in Zukunft schaffen kannst, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen. Ich möchte dir mal die Situation schildern, wie wahrscheinlich die meisten Fachkräfte in deinem Markt es gerade erleben. Sie befinden sich auf Facebook, auf Instagram und sie scrollen so durch ihren Newsfeed durch. Das heißt, scrollen einfach in der App. Wir blenden das einfach mal ein und sie bekommen ganz, ganz viele Anzeigen von unterschiedlichsten Unternehmen, die sie als Mitarbeiter gewinnen wollen. Und dabei sieht mehr oder weniger jede Anzeige komplett gleich aus. Sie unterscheiden sich so in Kleinigkeiten, aber es ist ja kein wirkliches Unterscheidungsmerkmal da, bis auf vielleicht die Gesichter und die Namen der Unternehmen. So, und jetzt ist die Frage, was kann man in dieser Situation tun? Was sollte man anders machen als der Wettbewerb? Und dazu muss man das Konzept der Marktreifestufen kennen. Es gibt ein Konzept, das ziemlich genau erklärt, warum Werbeanzeigen eine Zeit lang gut funktionieren und dann irgendwann nicht mehr und was dann zu tun ist. Denn es gibt nämlich insgesamt 5 Marktreifestufen. Die erste Stufe, das ist die schönste Stufe, da bist du in der Pionierstufe. Das bedeutet, du bist der Erste in einem Markt. Ja, alles, was ich jetzt hier sage, gilt sowohl für das Thema Mitarbeitergewinnung als auch Kundengewinnung. Und ich werde dir ein paar Beispiele geben, die einfach ein bisschen nachvollziehbar sind. Stell dir vor, wir würden in einer Welt leben, in der es keine Abnehmprodukte geben würde. Also es gibt kein Slim Fast, Almased oder sonst irgendwas. Es gibt keine Fitnesskurse und so weiter. Was es aber gibt, sehr viele Menschen, die mit ihrem Körper, mit ihrer Figur unzufrieden sind. Und jetzt bist du der Erste, der ein neues Wundermittel entwickelt hat, um abzunehmen. Dann bist du in dieser Pionierstufe, denn das Einzige, was du machst, ist, du vermarktest dein Ergebnis oder das Ergebnis, was man mit deinem Produkt bekommt. Beispielsweise, du nimmst halt ab oder du bist halt ein bisschen gesünder, 10 Kilo abnehmen oder irgendwie sowas in die Richtung. Im Personalmarketing wäre das letztendlich so, hey, ich habe hier einen Job, tolles Unternehmen, komm hierher, verdiene gutes Geld, beispielsweise. So, diese Stufe funktioniert sehr gut am Anfang, wenn du der Einzige bist, aber irgendwann werden Leute erkennen, hey, das, was der da macht, das funktioniert, ich komme jetzt und mache das nach. Und dann kommen wir in die zweite Stufe und die zweite Stufe ist das Überbieten. Das Überbieten der Ergebnisse. Ja, schreibe ich immer noch zu. Was bedeutet das? Nun, wenn du der Erste warst, der sagt, hier, ich habe so ein Produkt, mit dem kann man 10 Kilo abnehmen, dann muss ein Wettbewerber kommen und der muss sich absetzen. Und der würde jetzt zum Beispiel sagen, 10 Kilo in 2 Wochen oder 15 Kilo in 4 Wochen oder. Und das ist so eine Phase, da fangen sich dann die ganzen Wettbewerber untereinander an zu überbieten und jeder versucht natürlich, das attraktivste Angebot zu haben. So, und in diesen ersten beiden Stufen, da spricht man ganz viel über letztendlich das Was. Also es wird nur darüber gesprochen, was ist das Ergebnis. Jetzt kommen wir in die dritte Stufe, weil irgendwann kommt der Punkt, da ist der Markt auf eine gewisse Art und Weise übersättigt. Einige haben schon gehört, ja, so ein paar Kilo abnehmen und so weiter, das haben schon welche probiert, das hat aber nicht so gut geklappt. Das heißt, die Werbung wird immer unglaubwürdiger. Und jetzt kommen wir im dritten Punkt dazu, dass wir jetzt einen neuen Weg brauchen. Ja, das ist das sogenannte Marketing des neuen Weges. Ich nenne das mal einfach hier Stufe 3, neuer Weg. Und da geht es zum Beispiel darum, wenn wir jetzt bei diesem Thema Abnehmen bleiben, dass wir sagen, okay, wir versuchen, aber mit unserer Methode hast du keinen Hunger mehr. Mit unserer Methode durch das richtige Essen der richtigen Dinge hast du einfach keinen Hunger mehr und somit kannst du so und so viele Kilo abnehmen. Das nächste sagt, ja, es ist ein ganz spezielles Sportprogramm, das dafür sorgt, dass du schneller die Kilos oder die Pfunde verlierst. Das heißt, was ich hier mache, ich bringe jetzt mehr Transparenz rein und ich berichte jetzt hier an dieser Stelle mehr über das Wie. Ja?
Das bedeutet, ich sage nicht mehr nur noch, das Ergebnis ist, du verlierst so und so viele Kilo, sondern ich sage auch noch, wie ich das tue. Um das mal zu die Brücke zu schlagen zum Thema Mitarbeitergewinnung, ja, hier am Anfang sage ich hier, ich habe einen tollen Job, ist cool. In der zweiten Stufe überbiete ich mich. Ich sage, bei mir verdienst du mehr, vielleicht bei mir gibt es mehr Wertschätzung oder was auch immer. Dann kommt die dritte Stufe, neuer Weg. Da würdest du jetzt so einzelne Vorteile so richtig herausheben aus deinem Unternehmen. Was macht dich ganz individuell und besonders? Und jetzt kommt der Punkt, jetzt geht es wieder in der vierten Phase, wieder in ein Überbieten. Jetzt geht es wieder in ein Überbieten, aber über die neuen Wege. Was bedeutet das? Beim Abnehmen, ja, sagt der eine dann, ja, und ich habe noch diesen Weg und wir bauen noch diese Technologie mit ein, deswegen ist mein Produkt überlegen. Ja, also ich habe einen besseren Kurs, weil es geht nicht nur über die Ernährung, sondern es ist auch noch ein Sportprogramm mit dabei und so weiter. Das heißt, es wird sich immer weiter überboten. Und auch das hier führt irgendwann zu dem Punkt, dass die Leute es nicht mehr glauben. Sie haben es vielleicht auch, einige haben es ausprobiert, hatten nicht so die Ergebnisse. Und man wird halt immer skeptischer dem Markt gegenüber. Und dann kommen wir zur letzten Stufe. Und das ist letztendlich die Stufe, bei der das Ganze dann wirklich am Ende auch stehen bleibt. Und das ist dann die Identifikations- und Brandingstufe. Das heißt, hier höre ich jetzt auf, ausschließlich von Produktmerkmalen und so weiter zu sprechen und fange an, darüber zu sprechen, wofür stehe ich eigentlich? Wofür stehe ich mit meinem Produkt? Wofür stehe ich mit meiner Firma? Ich gebe dir hier mal noch ein Beispiel in der Zigarettenbranche. Da war das so, am Anfang hat man Zigaretten angeboten, ja, dann hat man gesagt, ja, unsere sind einfach cooler, die schmecken noch besser, sind noch irgendwie toller. So, und dann kam irgendwann, als sie dann durch die zweite Stufe sind, in der dritten Stufe ging es dann um den neuen Weg. Und das waren dann zum Beispiel Filter. Ja? Dann hatten die einen einfachen Filter, die nächsten hatten einen doppelten Filter und so weiter. Dann wurde sich hier auch wieder überboten. Und irgendwann hat man gemerkt, okay, bei Zigaretten, wir können jetzt gar nichts Neues mehr machen. Und dann haben die Unternehmen angefangen, Branding zu machen. Beispiel bei Zigaretten, du kennst vielleicht die Zigarettenmarke Marlboro und Marlboro kam dann mit dem Marlboro-Mann, ja, dem einsamen Cowboy, der auf seinem Pferd sitzt, der die Prärie in der Prärie ist, in die Weite schaut und sich einen Glimmstängel anzündet. Und das ist ein Bild, mit dem können sich viele Menschen identifizieren, weil auf einmal war Marlboro nicht mehr einfach nur irgendein Produkt, irgendeine Zigarettenmarke, sondern es war etwas, wo Menschen gesagt haben, ich will so sein wie der Marlboro-Mann. Und wenn wir jetzt hier den Bogen zum Thema Recruiting spannen, dann ist es hier an der Stelle auch, dass es jetzt darum geht, wofür steht dein Unternehmen? Was macht es aus, bei dir zu arbeiten? Was ist besonders? Und das ist der Grund, warum diese ganzen Social-Media-Agenturen einfach keine richtigen Ergebnisse mehr liefern können, weil wir uns schon mittlerweile im Markt hier ungefähr hier so in diesem Bereich befinden. Ja, also Pionierstufe ist schon lange vorbei. Aber es ist hier so im Überbieten und das ist das, was deine potenziellen Bewerber, was die erleben, die kriegen ein Jobangebot nach dem anderen, eine Werbeanzeige nach dem anderen und jetzt gilt es herauszustechen und das funktioniert nur über Branding. Damit du aber dich vernünftig darstellen kannst und wirklich eine Brand entwickeln kannst, ist es nötig, dass man sich in der Tiefe mit dir beschäftigt, dass man schaut, wofür stehst du, dass man schaut, was sagen deine Mitarbeiter, wofür du stehst. Und genau das machen wir in unserem Ansatz mit der PME-Methode. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du dich gerne mal eintragen für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir, wofür du stehst und wie man dich nach außen vernünftig darstellen kann. Denn das ist der einzige Weg, der in den nächsten Jahren noch funktionieren wird, während sich die ganzen anderen mit irgendwelchen Stellenanzeigen abmühen, mit irgendwelchen Werbeanzeigen, wo sie zum 100. Mal sagen, hier, wir sind ein cooles Unternehmen und dir erzählen wollen, ja, du brauchst ganz viel Sichtbarkeit und Reichweite, mag alles stimmen, wird aber komplett verpuffen, wenn du noch Marketing machst von den Stufen darüber. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, das war ein guter Impuls für dich. Bis zum nächsten Mal, dein Max. Ciao.